Also ich bin der Armando Wehrli und ich arbeite von der ZHDK, von der Werkstatt Lehr, wo Studierende betreut während dem Studium. In verschiedenen Disziplinen, von Industriedesign bis zu Werklehrerausbildung, Art Education Master, unter anderem da in der Metallwerkstatt, wo wir einen Metalllaser haben. Ein Problem, das dabei auftaucht ist, ist, die Software ist aus 1986 und seither nicht mehr weiterentwickelt worden. Das bedeutet, sie sieht dementsprechend aus und es braucht ganz viele Mausklicks, bis man da eigentlich an dem Ziel angekommen ist. Wenn man möchte, das Blech, wo verschiedene Löcher drin hat, wenn man das möchte auslasern, hat das schon mal sicher 20 bis 30 Klicks gebraucht, um etwas ganz Einfaches zu lasern. So wie es jetzt mit dem Laser so eingerichtet ist, kann man das den Studierenden nicht zumuten, dass sie das selber bedienen. Das wäre aber natürlich viel interessanter für die Studierenden. Weil sie machen da ein Studium und sie müssen etwas lernen. Und sie lernen natürlich nicht so viel, wenn sie das nicht selber anwenden können. Wie das sonst in der Werkstätte eben der Fall ist. Das hätte mindestens einen Tag einen Kurs gebraucht, dass sie vielleicht einmal ein Kreisel hätten können lasern. Darum haben wir eine andere Lösung gesucht. Und das ist recht lang gegangen, bis zum Entwickler, wo ich eine Anfrage gestartet habe, ob es da irgendeine andere Lösung gibt, auch vom Hersteller. Von überall ist eigentlich gekommen, nein, es gibt nichts, es gibt nur die einzige Software, die von den Herstellern eben da mit transportiert wird aus 1986. Und so sind wir dann an Daniel Bachmann gekommen, der eine gute Idee hatte, um das Problem zu umgehen. Dass wir einen schnelleren Weg haben, um jetzt eine Datei vorzubereiten und die Laserbar eigentlich auf die Maschine zu bringen. An dem Punkt, wo wir angestanden sind, ist vor allem eigentlich das File-Format, das man nachher vom Computer auf den Lasercutter überschicken kann, weil das ein sehr spezielles File ist. Hat Daniel Bachmann eben eine Lösung gefunden oder einen Workflow, der mit Rhino funktioniert, wo man daraus eigentlich mit sehr wenigen Klicks kann nachher Files laserfähig generieren. Und das haben wir jetzt gerade ausprobiert und es ist sehr erfreulich. Ich kann mir gut vorstellen, dass es eine Lösung ist für Studierende, das selbstständig zu benutzen.